So Leute, willkommen zu dieser Folge. Wir zocken heute 1v1 und ich habe mir gedacht, ich könnte ja mal so ein Format machen, dass ich so euch zeige, oh guck mal, wie krasse Kombos ich machen kann. Und das habe ich mir halt so gedacht. Und hör doch mal auf, Alter. Danke. Das ist jetzt der Oberknaller. GG, Leute. Okay, aber so, wo ich gegen Leute zocke und wenn ich so Kombos mache, dann zeige ich euch so einen Clip. Ja, klar bin ich Ping Player. Ich habe einen 44er Ping, Alter. Klar bin ich Ping Player und nimm auch auf, Alter. Und der hat gesagt, der dieses Turnier macht, weil das ist ein Turnier, hat gesagt, oh, das war gerade eine gute Kombo, hat gesagt, ja, ich nehme auf, etc. Und da denke ich mir so, aha, glaubst du, das juckt mich irgendwie? Das ist halt so, um Leute reinzukriegen, um Leute ins Turnier reinzukriegen und zu sagen, ja, komm, wenn ihr mitmacht, dann könnt ihr im Video sein und bla bla bla. Und das ist der Lequal mit Zing Dong Ding Dang. Und dann denke ich mir, was passiert, wenn du stirbst in der Runde? Also, wenn du aus der Runde rausfliegst, also weil du zu viele Male verloren hast. Was machst du dann? Dann musst du ein neues Turnier und dann nimmst du nochmal auf oder irgendwie so. Das ist ja voll behindert, wenn du dann verkackst. Also, dann machst du ein Turnier und sagst, ja, Aufnahmen, bla bla bla. Und dann ist es ja voll scheiße, wenn er rausfliegt oder verkackt, ne? Da denke ich mir so, jo, alles klar. Das ist ja mega merkwürdig irgendwie. Und findet ihr, dass ich mehr schneiden soll in meine Videos? Oder mehr so Animationen reinmachen, wenn man das so sagen kann? Oder ist es gut, wie ich das jetzt mache? Also ich bin gerade dabei, ein Video zu machen, Leute. Ja, guck, da hat er verkackt. Meine ich ja. Aber findet ihr, ich bin dabei, was zu machen und freut euch. Ich bin bald fertig und es kommt Samstag. Samstag soll das kommen. Also freut euch auf Samstag. Aua. Hör doch mal auf, mich abzuknallen. Oh, Boss, Alter. Guck mich an. Also, bin ich's nur oder sind die gerade hier alle easy? Also easy und easy, das letzte Moment war nicht so. Ich hacke und ich bin Pingplay und, Alter, Leute! Chill! Alter! Ich hacke und ich bin Pingplay und ich hab seine Angel. Und was hab ich nicht? Das nennt sich gutes Spiel, Alter! Boah, reg ich mich an. Nee, Spaß, aber komm. Erster bin ich Pingplayer und ich habe einen Ping von 44 und FPS von 44. Und dann bin ich auch noch ein Hacker. Ist das deren Ernst? Also, ja, jetzt mal for Reese's. Nee. Also. Ich hacke nicht. Achso, ich gehe jetzt gar nicht da rein. Hab keinen Bock mit ihm zu diskutieren, wenn ich hack ich. Fertig. Aber komm. For real. Er muss doch mal sagen können. Okay. Tobi hackt nicht. Anstatt zu sagen Hacker. Aber Leute, schreibt bitte in den Kommentaren, ob ihr findet, das ist ein gutes Format, wenn man das Format nennen will.
dass ich sag, hä, warum gucke ich die ganze Zeit, achso, das ist die letzten, dass ich sage, ich mache jetzt, wenn ich Kombos mache, gegen einen Dude, keine Ahnung wo, also ist jetzt auch egal wo, halt, Skywars Survival Games, einen gut kille, oder irgendwas mach, dass ich dann das hochlade, ja, also wenn ich so 3-4 Clips habe, die zusammenschneide, aber schreibt doch mal in den Kommentar, wie ihr die Idee findet, ob die gut oder schlecht ist und Ideen, wie ich dieses Format bringen könnte, also so mit Top 5 Dings oder irgendwas, schreibt mir bitte in die Kommentare, das würde mich sehr freuen und lasst es euch gut gehen in dieses Video. Er rennt, er trinkt, der andere gibt ihm den Kombo, er rennt, kann er überleben, der andere schlägt ihm zu der Wand, er rennt weiter, er weiß nicht, was er tun soll. Der arme Waffelgorilla, also ist auch scheißiger, war Warfighter 55 gegen den legendären Andy Crafter 007, er schießt mit dem Bogen. Er geht drauf, Waffelfighter, rennt, hat einen Schlag bekommen, Fall Damage, das sieht nicht gut aus, er hat nur einen Trank zum Trinken noch da, wie ihr hier sehen könnt, 4 Pfeile, der andere auch 4 Pfeile, es ist ein spannender Kampf, der eine benutzt nicht den Bogen, man weiß nicht, was passieren wird, alles kann möglich sein, er schießt und er trifft, das ist ein Bogenkampf des Todes, er schlägt. Oh, gute Kombo, das war nice. Einen Bogen schießt mit einem Bogen. Er probiert hochzugehen, schafft es aber nicht dieses Mal. Mal gucken, schafft er es dieses Mal. Er probiert 20 Sekunden, dann ist es stoppen. Dann ist es, wer da in der Mitte ist, hat gewonnen. Der probiert ihn runter zu noggen, gewinnen 7, 6, 6, 5, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wer hat gewonnen? Andy hat gewonnen. GG, nice, gut gemacht, Andy. Und jetzt kämpfe ich wieder gegen den Leute, das war noch. Das ist ein Angel-PvP, ne? Ja. Hat er Probleme? Oh, er rennt rückwärts. Oh nein. Ich habe ihn aber mehrmals gehittet. So Leute, wir sind jetzt hier, das Turnier ist abgestürzt oder irgendwas, dann bin ich halt geliebt. Ist mir eigentlich auch egal, aber ich hätte gern gegen den anderen gezockt. Und guck mal, das meine ich, wenn ich jetzt das hier als Clip hätte, wie würdet ihr das finden und das dann ein bisschen bearbeitet hochladen? Würdet ihr das feiern, würdet ihr das sehen? Hättet ihr Bock darauf? Also schreibt's unten in die Kommentare.
Och. Hä, mein Wasser backt. Darum, das ist die einzige. Och Gott, Alter. Du bist wohl low. Ich renn mal weg. Den Fight wird er wohl gewinnen. Oder ich mach so hier. So, das war... Und für jeden. Tschüssi. Okay, Leute, ich würde sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seht uns das nächste Mal, wenn ich wieder ein Video mache, und freut euch auf Samstag, glaube ich, das ist, jo, auf jeden Fall. Auf jeden Fall da einschalten um 12 Uhr, Leute. Um 12 Uhr kommt ein richtig geiles Video. Samstag um 12 Uhr einschalten, nicht vergessen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Und lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, ciao.